Es geht weiter in der Klarinettenlage. Willkommen zu Folge 13 von Klarinette spielen lernen für Erwachsene. In der heutigen Folge geht es wieder um das Spielen in der Klarinettenlage. Ziel dieser Folge ist die Verbesserung des Ansatzes und ein flüssiges Spiel in dieser Lage. Zuerst möchte ich Ihnen eine Tonleiter vorspielen zum Einspielen. Es ist die G-Dur-Tonleiter in der Klarinettenlage. Und der Dreiklang. Noch einmal gebunden. Bei dieser Tonleiter kam ein Griff vor, den wir bisher noch nicht hatten. Und zwar geht es um das Fis. Ich zeige Ihnen jetzt den Griff. So geht er bei der Böhm-Klarinette. Eine zweite Möglichkeit ist so. Bei der deutschen Klarinette, ich zeige das jetzt hier auf der Böhm, aber ist einfach nur der Zeigefinger. Und nun ein kleines Liedchen, heißt einfach nur der Tanz. Als nächstes ein kleines Lied, das heißt "When Israel was in Egypt's land". Das ist in E-Moll, also die parallele Molltonart von G-Dur. Und wir haben auch hier wieder einen neuen Ton, und zwar das Dis. Ich zeige Ihnen jetzt den Griff. Das ist einmal hier bei der Böhm-Klarinette, diese Klappe. Oder diese. Wir haben zwei Möglichkeiten. Natürlich immer mit der Überblasklappe. Bei der deutschen Klarinette auch hier diese Klappe. Oder diese. Thank you.
Für den Ton B2 gibt es in der hohen Lage 5 Griffe. Da ist einmal dieses B mit dem Zeigefinger die erste Klappe. Dann dieses B mit dem dritten Finger, diese kleine Klappe. Diese beiden Griffe kennen wir schon aus der tiefen Lage. Jetzt kommen noch 3 Gabelgriffe dazu. Einmal Gabelgriff 1 mit dem Zeigefinger. Gabelgriff 2. Mittelfinger, Gabelgriff 3, Ringfinger. Kommt immer auf die Spielsituation an, wann man welchen Griff benutzt. Bei der deutschen Klarinette gibt es 3 Griffe. Einmal diesen. Mit dem Zeigefinger die erste Klappe, mit dem Ringfinger linke Hand diese Klappe und dann als dritter Griff Gabel B. Als nächstes Stück spiele ich ein Menuett, wo dieser Ton B vorkommt. Noch ein Lied in der gleichen Lage, Grandfather's Clock. Zum Abschluss das Lied, wenn die Bettelleute tanzen, alle Töne der C-Dur-Tonleiter in der hohen Lage kommen darin vor. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, ich sehe Sie nächstes Mal wieder. Wenn Sie alle Übungen und Stücke mit einem Notensatzprogramm spielen möchten, empfehle ich Ihnen einen Link auf der Videobeschreibung zu Dateien mit verschiedenen Dateiformaten. Und tschüss!